Hallo, hier ist wieder Professor Sabel von der Universität Magdeburg. Ich möchte in dem heutigen Video über das Thema objektives Sehen und subjektives Sehen sprechen. Subjektives Sehen ist das, was wir selber spüren, wenn wir in die Welt schauen. Objektives Sehen ist das, was messbar ist. Nun, zunächst möchte ich allgemein darauf hinweisen, dass wenn die Schädigung sehr klein ist, oder auch in beiden Augen asymmetrisch ist, dass es recht schwer ist, subjektiv zu erkennen, dass man ein Sehproblem hat. Dies führt auch dazu, dass man relativ spät auch zum Augenarzt geht, erst dann, wenn man einen solchen Schaden hat. Das ist keine gute Idee, darum sollte man, weil man eben diese Probleme nicht frühzeitig selber subjektiv erkennt, man regelmäßige Gesichtsfeldtests machen lässt, im Abstand von einigen Jahren, je nach Alter. Dazu bitte befragen Sie Ihren Augenarzt. Nun, wir müssen beide Augen separat betrachten, aber auch wie beide Augen zusammenschauen. Nun, wenn wir uns mal hier anschauen, die oberste Reihe, dass beide Augen intakt sind. Also sind beide Augen weiß und Sie erkennen und Sie haben normales Sehen. Der zweite Fall ist, dass das linke Auge blind ist und das rechte Auge ist weiß. Das ist auch ein einfacher Fall. Dann haben Sie zumindest mit einem Auge noch ein komplettes Gesichtsfeld und die meisten Dinge können Sie damit ganz gut durchführen. Wenn die Gesichtsfeldhälfte bei jedem Auge auf der gleichen Seite ist, also bei dem rechten Auge auf der linken Seite und bei dem linken Auge auf der linken Seite, dann fehlt Ihnen das komplette linke Gesichtsfeld, weil keiner der beiden Augen diesen Bereich sehen kann. Auch das werden Sie leicht bemerken. Nun, schwieriger wird es jetzt bei den meisten Sehbehinderungen, weil diese klassischen Fälle, die ich vorhin erklärt habe, so in dieser Form nicht vorliegen. Hier schauen wir uns jetzt mal die beiden Augen mit unterschiedlichen Sehverlusten an. Die oberste Reihe zeigt einen Fall, wo das linke Auge, diesem Auge die Hälfte des Gesichtsfeldes fehlt, aber das rechte Auge ist normal. Dann wird das in der Regel subjektiv als wenig beeinträchtigend oder gar nicht beeinträchtigend wahrgenommen, lediglich wenn Objekte von links kommen. Außer bei diesen Ereignissen können die Patienten sonst gut sehen. Nun, das liegt auch daran, dass das Gehirn seine volle Aufmerksamkeit auf die intakten Bereiche des Gesichtsfeldes legt und dann quasi aus beiden Augen zusammen ein gemeinsames Bild schafft, welches dann das subjektive Erleben erlaubt. Das heißt, ob ein Sehschaden subjektiv bemerkt wird, ist auch eine Frage der Verarbeitung des Gehirns. Nehmen wir jetzt mal den nächsten Fall. Das eine Auge sieht zentral und das andere Auge sieht auch zentral. Dann fehlt dem subjektiven Sehen, also quasi den beiden Augen zusammen, relativ wenig. Man merkt zwar eine gewisse Einschränkung, aber das wird nicht als sehr problematisch wahrgenommen, außer dass man vielleicht hin und wieder anstößt oder wenn ein Fahrradfahrer oder ein Fußgänger an einer Seite vorbeigeht, dass man dann die aus Versehen anrempelt. Nun, sehr schwierig ist der dritte Fall, dass Sie zwei kleinere Schädigungen haben, die unterschiedlich lokalisiert sind. Im linken Auge sehen Sie hier den Schaden unten links und das rechte Auge hat den Schaden oben rechts. Was macht das Gehirn? Das nimmt beide Bilder, legt sie übereinander wie zwei Puzzle, die man übereinander legt. Wenn ein Puzzlesteinchen fehlt, macht nichts, sieht man es trotzdem, weil das andere Auge das ja sieht. Und diese Art von Schädigung, die üblicherweise bei langsam sich entwickelnden Erkrankungen wie etwa bei Glaukom, dass man die so gut wie gar nicht erkennen kann, weil immer das andere Auge kompensiert für das, welches geschädigt ist. Also auch hier sehen Sie dann keinerlei Schädigung subjektiv, obwohl objektiv beide Augen beeinträchtigt sind. Nun zum Schluss, der Schaden hier ist insgesamt größer durch verschiedene Ausfälle an verschiedenen Stellen, aber wie Sie hier an diesem Bild sehen, gibt es nur so eine kleine sichelförmige Verschlechterung auf beiden Augen symmetrisch. Die Betonung ist auf symmetrisch. Was passiert? Das Gesichtsfeld hat einen leichten Ausfall symmetrisch, der aber auch nicht so gut erkannt wird, weil das Gehirn kleinere Ausfälle auch ausgleicht durch entsprechende kompensatorische Auffüllprozesse. Man nennt das in der Fachsprache Filling in. Das heißt, das Gehirn ignoriert quasi die kleinen Schädigungen. Auch das würden Sie dann subjektiv nicht sehen, weil der Schaden einfach zu klein ist, um noch entdeckbar zu sein. Nun, Sie sehen, dass
das objektive Sehen und das subjektive Sehen zwei ganz unterschiedliche Dinge sein können und es deswegen auch wichtig ist, dass man sich darüber informiert, wo man einen Sehschaden hat, dass man vor allen Dingen frühzeitig auch mal zur Routineuntersuchung geht, dass man frühzeitig auch kleinere Schäden erkennt, selbst wenn diese subjektiv nicht bemerkbar sind. In diesem Sinne hoffe ich, dass Sie jetzt ein etwas besseres Verständnis haben, warum subjektiv und objektiv nicht immer gut zusammenpasst. Es grüßt Sie, Professor Sabel, Universität Magdeburg. Bis bald.